Die Erfurter Straßenbahn ist mit 45,2 Kilometern Streckenlänge das größte Straßenbahnnetz in Thüringen. Da 72% des Netzes auf eigenem, individualverkehrsunabhängigem Gleiskörper verkehren, bezeichnet der Betreiber EFAG das Netz als Stadtbahn. In diesem ersten Teil der Dokumentation über das Netz der Straßenbahn bzw. Stadtbahn Erfurt wollen wir uns die Geschichte des Netzes, den Aufbau des Liniennetzes samt Taktkonzept, einige allgemeine Infos zum Netz und den Fahrzeugeinsatz anschauen. In den beiden kommenden Teilen 2 und 3 werden dann die einzelnen Streckenäste genauer vorgestellt. Nun aber zunächst zu Teil 1. Viel Spaß! Vorab ein paar Randinfos zur Stadt Erfurt. Erfurt zählt 214.000 Einwohner und ist damit die größte Stadt im Freistaat Thüringen, dessen Landeshauptstadt sie zugleich ist. Erfurt liegt im Tal der Gera, die in mehreren, teils natürlichen, teils künstlichen Ästen durch die Stadt fließt. Die Stadt wurde 742 nach Christus erstmals urkundlich erwähnt und erlangte bereits früh an Bedeutung, einerseits aufgrund wichtiger Handelsstraßen, andererseits aufgrund der Produktion von damals seltenem blauem Farbstoff aus der Pflanze Färberwald. Von 1501 bis 1505 studierte Martin Luther an der Universität Erfurt. Erfurt ist außerdem für eine lange Gartenbautradition bekannt. Da trifft es sich gut, dass Erfurt im Jahr 2021 Austragungsort der Bundesgartenschau ist, die man sowohl im Egerpark als auch auf dem Petersberg neben dem Dom besuchen kann. Der Erfurter Dom selbst ist eine der zwei bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt und ist 81 Meter hoch, weithin sichtbar und verfügt über die größte original aus dem Mittelalter stammende freischwingende Glocke der Welt. Bekannt ist Erfurt aber auch für die Krämerbrücke, die längste beidseitig mit Häusern überbaute Brücke Europas. Dass man sich hier auf einer Brücke befindet, mag man kaum glauben. Einige weitere Sehenswürdigkeiten sowie weitere Blicke durch die Stadt werdet ihr dann im Rahmen der Mitfahrten in den Teilen 2 und 3 sehen. In einer solchen Stadt herrscht natürlich reger Verkehr, weshalb sich hier ein Straßenbahnnetz etabliert hat. Dessen geschichtliche Entwicklung wollen wir uns zu dem Folgenden zunächst anschauen. Dabei sei angemerkt, dass hier in erster Linie schematisch die Entwicklung des Netzes dargestellt wird und hier keine historischen Aufnahmen zu sehen sein werden können. In der Videobeschreibung habe ich euch einige Seiten und Videos verlinkt, die historische Aufnahmen aus der Stadt Erfurt zeigen. Die Notwendigkeit eines Straßenbahnnetzes in Erfurt entstand ab den 1870ern, als die Stadt sich über die einstige Stadtbefestigung hinaus zu entwickeln begann. Unter anderem galt es das damals noch eigenständige, jedoch bereits stadtnah gelegene Ilversgehofen anzubinden. So wurden ab 1880 erste Planungen für eine Pferdestraßenbahn aufgenommen. 1883 ging dann das aus drei Linien bestehende Netz an den Start. Die rote Linie verband den angesprochenen Ort Ilversgehofen mit dem Gasthaus Flora, etwa auf Höhe der heutigen Station Steigerstraße. Die grüne Linie begann am Anger und verkehrte zum Schießhaus, etwa an der heutigen Thüringenhalle, während die weiße Linie vom Andreastor zum Bahnhof verkehrte. Da Erfurt stetig weiter wuchs, kam das Netz schnell an seine Grenzen und wurde daher ab 1893 elektrifiziert und ab 1894 ausschließlich elektrisch betrieben. Zeitgleich mit der Elektrifizierung erfolgte auch die Verlängerung der roten Linie bis zum Ilversgehofener Bahnhof, heute Erfurt Nord, sowie die der ehemals weißen, jetzt gelben Linie bis zum Auenkeller und nach Flora. Ab 1899 konnte mit der Eröffnung einer Verbindung von Flora über den Benariplatz zum Domplatz eine Ringlinie in Betrieb gehen. Den Verkehr zum Auenkeller übernahm die grüne Linie, die eine neue Strecke zwischen dem Domplatz und dem Hirschgarten nutzte und nun weiter bis zum Krankenhaus verkehrte. Da die Stadt stetig wuchs,
ließen die nächsten Streckeneröffnungen nicht lange auf sich warten. Es wurde 1904 der Verkehr zum Nordhäuser Bahnhof und der in die Weimarische Straße aufgenommen, wobei die beiden neuen Linien Blau und Weiß jeweils einen Teil der Ringlinie übernahmen und am Gothaer Platz endeten. 1912 kam dann noch eine fünfte Linie, die Braune Linie, hinzu, die von der Lutherkirche durch die Oststadt zum Hauptbahnhof und von dort weiter zur Jägerkaserne verkehrte. Außerdem erfolgte in den 1910er Jahren der zweigleisige Ausbau der meisten Strecken, womit das Netz seine größte Ausdehnung für die nächsten 50 Jahre erhalten sollte. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden zunächst einmal alle Ausbaupläne verworfen und die Streckenabschnitte Anger-Nordhäuser Bahnhof, Anger-Weimarische Straße, Tschaikowski-Straße-Jägerkaserne und Flora-Benari-Platz stillgelegt. Die Überbleibsel der blauen und weißen Linie wurden zusammengefasst und einige Jahre als weiß-blaue Linie betrieben. 1929 erfolgte die Umstellung vom Farb- auf das Nummernsystem, womit nun jede Linie eine Nummer zugeteilt wurde. Die Verbindung Ilversgehofen-Flora erhielt die Nummer 1, die vom Gothaer Platz zur Flora die Nummer 2, die Nord-Süd-Achse Schrankenhaus-Schießhaus erhielt die Nummer 3 und der sogenannte Ostring die Nummer 4, wobei ich farblich von nun an die bis heute verwendeten Linienfarben nutzen werde. 1930 erfolgte dann erstmals wieder eine Neueröffnung in Form der Wiedererrichtung der Strecke zur Jägerkaserne sowie der Bau einer zweiten Strecke im Bereich des Hirschgartens. So konnte auch die Linie 1 seitdem zweigleisig betrieben werden, wobei die beiden Gleise jeweils in parallel verlaufenden Straßen angelegt werden mussten. 1936 erfolgte die einzige größere Neueröffnung der Zwischenkriegszeit mit der Strecke zum Hauptfriedhof, befahren von der neuen Linie 5 Hauptbahnhof Flora. Außerdem wurde die Verbindung Domplatz-Kaffeetrichter stillgelegt und auch die Linie 3 über den Anger und den Hauptbahnhof geführt, womit einerseits eine Art Stammstrecke zwischen dem Domplatz und dem Hauptbahnhof entstand und andererseits am Anger ein zentraler Umsteigepunkt zwischen fast allen Straßenbahnlinien entstehen konnte. Nach zwischenzeitlichen Betriebseinstellungen konnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf allen Strecken wieder der Betrieb aufgenommen werden, wobei die Linien 3 und 4 ihre Südäste tauschten. 1961 fand in Erfurt die erste internationale Gartenausstellung der sozialistischen Staaten statt, wofür die Zitadelle Zyriaksburg, seither als Igerpark bekannt, mit einer Straßenbahnlinie angebunden wurde, die ohne Station vom Gothaer Platz aus abzweigte, mit 1,2 Kilometern bis heute der längste Stationsabstand im Netz. Gleichzeitig endete die Linie 2 seitdem bereits am Hauptbahnhof. Da die DDR anfangs Straßenbahnen in Städten mit unter 200.000 Einwohnern nicht fördern wollte und langfristig über deren Stilllegung nachdachte, wurden bis Anfang der 70er Jahre keine weiteren Ausbauten vorgenommen und 1964 die Strecke der Linie 1 bis zum Dahlbergsweg eingekürzt. Eine Kehrtwende diesbezüglich wurde vollzogen, als ab Anfang der 70er neue Plattenbausiedlungen außerhalb der bisherigen Stadtgrenzen entstanden. So wurde zunächst mit dem Bau des Wohngebiets Erfurt Nord begonnen. Zentraler Rückgrat der Anbindung dieser Stadtteile an die Innenstadt sollte die Straßenbahn werden, weshalb wir nun einmal kurz den Maßstab der Karte wechseln müssen. Zunächst ging 1973 die Streckenverlängerung vom Krankenhaus nach Ried in Betrieb. Im selben Jahr wurde zugleich die Linie 4 komplett eingestellt. Den Abschnitt zur Thüringenhalle übernahm die Linie 2. Während der Bau weiterer Wohnsiedlungen im Erfurter Norden in vollem Gange war, erkannte man die drohende Überlastung der einstigen Stammstrecke Domplatz-Hauptbahnhof, weshalb die Prioritäten nun zugunsten der Errichtung eines Linienkreuzes am Anger verschoben wurden. Mit Mühe und Not entstand daher bis 1978 eine Strecke durch das bereits eng bebaute Gebiet zwischen Hirschgarten und Gothaer Platz. Im Ergebnis konnte dann die Linie 1 Hauptfriedhof Nordbahnhof und die Linie 2 Iger Nordbahnhof entstehen, die den Nord-Süd-Akt über den Domplatz nicht mehr behinderten. Die Verbindung zwischen Domplatz und Benariplatz wurde stillgelegt. Die neu geschaffenen Kapazitäten konnten genutzt werden, um im selben Jahr die Strecke zur Ulan-Bator-Straße zu eröffnen, die fortan von den Linien 3 und 5 genutzt wurde. Die übrigen Abschnitte nach Ried und zur Thüringenhalle bediente die seit 1978 wieder bestehende Linie 4. Nachdem in den 70er Jahren das Wohngebiet Erfurt Nord entstanden war, richtete sich der Blick nun nach Süden, wo das Wohngebiet Erfurt Südost entstehen sollte. Auch hier setzte man bei der Anbindung wieder auf die Straßenbahn, ab 1983 mit dem ersten Teilstück bis Melchendorf.
1985 kam die Abzweigstrecke zum Wiesenhügel hinzu, befahren von der dafür neu eingeführten Linie 6 Nordbahnhof Wiesenhügel. 1987 kam dann die Verlängerung der Linie 3 über den Drosselberg bis Windescholzhausen hinzu. Die Linie 3, die als einzige Linie beide Plattenbaugebiete erschloss, wurde im Folgenden zur wichtigsten Linie der Stadt und auch außerhalb Erfurts für die dort verkehrenden Dreifachtraktionen der Tatrabahn bekannt. Ende der 80er begann nach langem Hin und Her auch die Anbindung des bereits seit Ende der 70er Jahre bestehenden Plattenbaugebiets am Roten Berg im Norden. Hindernis war die Kreuzung der Bahnstrecke Erfurt-Nordhausen auf Höhe des Bahnhofs Erfurt-Nord. Da keine einvernehmbare Lösung gefunden werden konnte, die nördlichen Viertel allerdings unbedingt angeboten werden sollten, entschied man sich schließlich für den Bau einer Brücke, deren Pfeiler einfach inmitten der Magdeburger Allee errichtet wurden. Auch ein kurzer Umstieg zur Bahn war so nicht mehr möglich, da kein Halt mehr direkt am Nordbahnhof möglich war. Um mit dem Bau beginnen zu können, wurde die Strecke 1988 bis zur Salinenstraße gekürzt. Wie auch bei den vorherigen Strecken erfolgte die Eröffnung in Teilabschnitten, zunächst 1990 bis zur Grubenstraße. 1991 wurde dann erst einmal die Linie 2 auf den Abschnitt Domplatz-Eger eingekürzt. 1992 konnte dann das letzte Teilstück der Strecke über den Roten Berg zum Zoopark in Betrieb gehen, befahren von der Linie 6. Inzwischen war auch die DDR Geschichte geworden. Der Straßenbahnbetreiber, vormals VEB Erfurter Verkehrsbetriebe, wurde zu den Erfurter Verkehrsbetrieben, kurz EFAG, die in städtischem Besitz blieben und 1996 Teil der Erfurter Stadtwerke SWE wurden. 1996 wurde zudem die Entscheidung gefällt, das Erfurter Straßenbahnnetz weiter auszubauen und künftig als Stadtbahn Erfurt zu vermarkten, womit die Strecken so viel wie möglich auf eigenem Gleiskörper verkehren sollten. So erfolgte der Ausbau einiger bereits bestehender Strecke und auch die Neuanbindung einiger Neubauviertel der Nachwendezeit. Im Jahr 2000 ging als erste Strecke des Stadtbahnprogramms jene über die Oststadt zum Ringelberg an den Start. Ein Jahr später folgte die Verlängerung vom Iger, jetzt Egerpark, zur Erfurter Messe. Im selben Jahr erfolgte auch die Reaktivierung der Strecke zwischen Benariplatz und Domplatz, um wieder mehr umsteigefreie Verbindungen zum Hauptbahnhof anbieten zu können. Die Linie 4 verkehrte seitdem nicht mehr nach Ried, sondern zum Hauptfriedhof. Die Strecke nach Ried übernahm die 6, während die 5 jene Strecke zum Zoopark bekam. Die Linie 1 endete außerdem fortan am Brühler Garten. 2005 kam die nächste Neubaustrecke im Rahmen der Verlängerung der Linie 4 über den Flughafen nach Bindersleben hinzu. 2007 erfolgte mit der Verbindung Salinenstraße-Ried der letzte Abschnitt des Stadtbahnprogramms, der von der Linie 1 befahren wurde. Gleichzeitig wurden die Linien im Süden neu sortiert. So verkehrte die Linie 1 nun zur Thüringenhalle, die 4 zum Wiesenhügel und die 6 zur Steigerstraße, während die Linie 5 am Brühler Garten wendete, einige Jahre später aber wieder zum Hauptbahnhof geführt wurde. Das so entstandene Netz hatte in der Form, abgesehen einiger Abweichungen wegen längerer Bauarbeiten zwischen Anger und Domplatz, über 10 Jahre Bestand. Am 23. April 2021 wurde es jedoch anlässlich der Bundesgartenschau in Erfurt mit dem Ziel einer direkten Verbindung beider Buga-Standorte am Egerpark und am Domplatz untereinander und mit dem Hauptbahnhof erneut abgeändert. So tauschten die Linien 2 und 4 ihre Ost- bzw. Südäste und schufen so die Verbindungen Messe-Wiesenhügel und Bindersleben-Ringelberg. Diese Änderung soll laut Aussagen der EFAG auch nach dem Ende der Bundesgartenschau weiter Bestand haben. Heute besteht das Netz aus folgenden 6 Linien. Die Linie 1 startet an der Thüringenhalle im Süden und führt über den Hauptbahnhof und den Anger gen Ilversgehofen, von wo es in Richtung Ried abgebogen wird. Außer sonntags und im Abendverkehr geht es darüber hinaus bis zum Europaplatz. Die Linie 2 startet im Westen an der Messe und führt über den Egerpark und den Gothaplatz zum Domplatz, von wo aus es über den Anger zum Hauptbahnhof und in die Südstadt geht. Endpunkt ist am Wiesenhügel. Die Linie 3 startet am Europaplatz und verkehrt im Gegensatz zur Linie 1 täglich und auf direktem Wege in die Innenstadt, wobei sie am Domplatz mit der Linie 2 zusammentrifft. Mit ihr ergänzt sie sich nun bis zum Abzweig Wiesenhügel und verkehrt im Anschluss weiter über Melchendorf zum Urbicher Kreuz. Sie ist die wichtigste Linie des Netzes und seine zentrale Nord-Süd-Achse. Das passende Gegenstück dazu stellt die Linie 4 dar, die Stadt in West-Ost-Richtung durchfährt. Sie startet in Bindersleben
und führt über den Flughafen und die Weststadt zum Gothaer Platz, wo die Linie 2 umgestiegen werden kann. Anschließend nimmt sie den südlicheren Weg über den Hirschgarten zum Anger, wo sie die Linie 2 erneut kreuzt und anschließend durch die Oststadt zum Ringelberg verkehrt. Die Linie 5 startet am Hauptbahnhof und verkehrt wie die Linie 1 gen Ilversgehofen, mit der sie sich ebenfalls ergänzt. Anschließend geht es weiter über den Roten Berg zum Zoopark. Die Linie 6 startet in Ried und verkehrt von dort aus über die Uni und den Domplatz gen Anger und Hauptbahnhof. Anschließend geht es weiter zur Steigerstraße. Darüber hinaus existiert noch die Stadtbuslinie 9 Nordbahnhof Daberstedt, die an die Takte der Straßenbahn angepasst ist und sich mit dieser ebenfalls ergänzt, weshalb sie hier ab und an mit aufgeführt wird. Alle 6 Straßenbahnlinien verkehren bis auf einzelne kleine Abweichungen in den Übergangszeiten immer im gleichen Takt. Von Montag bis Freitag wird zwischen 6 und 18 Uhr ein 10-Minuten-Takt angeboten, wobei von 9 bis 14 Uhr jede zweite Bahn der Linie 4 am Hauptfriedhof endet. Zusätzlich gibt es nur an Schultagen im morgendlichen Berufsverkehr auf der Linie 4 noch 2 Verstärker um 6.55 Uhr und 7.06 Uhr ab Ringelberg direkt zum Hauptbahnhof sowie um 7.07 Uhr und 7.17 Uhr ab Hauptbahnhof zum Hauptfriedhof mit Laufweg über Domplatz. Um den für diese Verstärker nötigen Platz auf der Bahnhofstraße zwischen Anger und Hauptbahnhof bzw. in der Wendeschleife am Hauptbahnhof zu schaffen, verkehren die Bahnen der Linie 5 um 6.44 Uhr und 6.54 Uhr ab Zoopark ab dem Anger weiter zum Brühler Garten, wo sie dann um 7.06 Uhr und 7.16 Uhr zurück zum Zoopark verkehren. Abgesehen davon bleibt es beim angesprochenen reinen 10-Minuten-Takt auf allen Linien. Ab 18 Uhr herrscht dann bis 20 Uhr auf allen Linien ein 15-Minuten-Takt, bevor dann auf einen 20-Minuten-Takt umgestellt wird. Ab 20 Uhr gibt es dann auch immer den Angerknoten, bei dem zwischen allen Linien umgestiegen werden kann. Da etliche Abschnitte von mehreren Linien befahren werden, findet dieser immer doppelt so oft wie die Taktzeit, in diesem Fall also alle 10 Minuten statt. Zusätzlich verkehrt dann auch die Linie 9 über den Anger, um auch mit dieser Linie Umsteigeverbindungen schaffen zu können. Außerdem tauschen Linien 1 und 6 in der Südstadt ihre Startbahnhöfe, sodass die Bahnen immer als Linie 1 zur Thüringenhalle, zurück allerdings als Linie 6 gen Ried fahren, zur Steigerstraße analog. Zu jenem Angerknoten, der immer zu den Minuten 0, 20 und 40 stattfindet, treffen sich dann immer die Bahnen der Relation 1 Ried-Thüringenhalle, 2 Wiesenhügel-Messe, 3 Europaplatz-Urbicher Kreuz, 4 Bindersleben-Ringelberg, 5 Hauptbahnhof-Zoopark, 6 Steigerstraße-Ried und 9 Nordbahnhof-Daberstedt. 10 Minuten später, also immer zu den Minuten 10, 30 und 50, treffen sich dann analog dazu die jeweiligen Gegenbahnen, also die Linie 1 Steigerstraße-Ried, 2 Messe-Wiesenhügel, 3 Urbicher-Europaplatz, 4 Ringelberg-Bindersleben, 5 Zoopark-Hauptbahnhof, 6 Ried-Steigerstraße und 9 Daberstedt-Nordbahnhof. Um 22 Uhr wird dann auf einen Halbstundentakt ausgedünnt, wobei sich zur effizienteren Umlaufgestaltung auch der Angerknoten noch einmal leicht abändert. Zu den Minuten 0 und 30 treffen sich dann die Bahnen der Linie 1 Steigerstraße-Ried, 2 Messe-Wiesenhügel, 3 Urbicher-Kreuz-Europaplatz, Linie 4 in beide Richtungen, die Linie 5 Zoopark-Hauptbahnhof und die Linie 6 Ried-Steigerstraße. Eine Viertelstunde später, also 15.45 Uhr, verkehrt dann bei Linien 1, 2, 3, 5 und 6 wieder die jeweilige Gegenbahn, während sich anstelle der Linie 4 nun die Linie 9 hier trifft. Dieses Konzept wird dann so weitergeführt, bis dann um 0.30 Uhr letztmalig ein Angerknoten stattfindet und Bahnen in alle Richtungen aufbrechen. Anschließend verkehrt nur noch die Nachtlinie N3 Europaplatz Urbicher Kreuz mit Abstecher über Ried und Wiesenhügel. Sie verkehrt ab Anger um 1 Uhr, 3 Uhr und 4 Uhr in beide Richtungen. Um 4.30 Uhr verkehrt noch eine Bahn der Linie N1, die zwischen Europaplatz und Anger wie die Tageslinie 1 und anschließend wie die N3 verkehrt. Um 5 Uhr verkehrt noch eine N3, die zwischen Anger und Europaplatz bereits wieder den Regelweg der Linie 3 bedient, zwischen Anger und Urbicher Kreuz jedoch noch den Abstecher zum Wiesenhügel mitnimmt. Je nach Linie und Richtung wird dann zwischen 4 und 5 Uhr der Verkehr wieder aufgenommen. Ab 5 Uhr herrschen auf allen Linien wieder ein reiner Viertelstundentakt, bevor dann um 6 der 10-Minuten-Takt startet. An Samstagen
herrscht bis 6 Uhr nur ein Halbstunden und bis 9 Uhr nur ein 20-Minuten-Takt. Danach wird bis 20 Uhr alle Viertelstunden gefahren. Der Abschnitt Hauptfriedhof Bindersleben wird am Wochenende grundsätzlich nur von jeder zweiten Bahn bedient. Die Linien 1 und 6 sind für den Zeitraum des 30- oder 20-Minuten-Takts wieder im Süden getauscht. Außerdem finden im 20- und 30-Minuten-Takt die Angerknoten nach dem bereits geschilderten System statt. Für 9 bis 16 Uhr gibt es für den Zeitraum der Bundesgartenschau außerdem zusätzliche Verstärker der Linie 2 zwischen Messe und Hauptbahnhof, die von dort als Linie 1 weiter zur Thüringenhalle fahren. Abends wird an Samstagen, ebenso wie auch an Freitagen und vor Feiertagen, der 20-Minuten-Takt bis 0 Uhr verlängert. Außerdem verkehren die Linien N1 und N3 in solchen Nächten alle 60 Minuten mit Ergänzung zwischen Anger und Obischer Kreuz zum 30-Minuten-Takt. Und es gibt zusätzliche Bahnen ab Anger um 1 Uhr zum Ringelberg und Zoopark, um 1.30 Uhr zum Hauptfriedhof, um 3 Uhr zum Ringelberg und um 3.30 Uhr zum Hauptfriedhof. Sonntags wird ab 6 Uhr alle 20 Minuten gefahren. Zwischen 10 und 11 erfolgt die Umstellung auf den 15-Minuten-Takt, wobei wie an Samstagen jede zweite Fähre am Hauptfriedhof endet und zusätzliche Bahnen zwischen Messe und Thüringenhalle verkehren. Außerdem enden an Sonntagen alle Bahnen der Linie 1 bereits in Ried. Vor 6 Uhr herrscht am Sonntag ein sehr unbeständiger Fahrplan. So verkehren in dieser Zeit regelmäßig nur die Linien 3, 4 und 5, die im Halbstundentakt verkehren, wobei die Linie 3 auch immer den Abstecher zum Wiesenhügel mitbedient. Die anderen Strecken werden vor 6 Uhr nur von einzelnen Bahnen bedient. Die abendliche Zwischenphase mit einem 20-Minuten-Takt entfällt am Sonntag und es wird ab 20 Uhr bereits alle 30 Minuten gefahren. Betriebsende ist wie Montag bis Donnerstag. Das Netz ist wie eingangs bereits erwähnt 45,2 Kilometer lang. Den Großteil davon machen gut ausgebaute vom Straßenverkehr unabhängig trassierte Strecken aus. Nur in der Altstadt sowie der Strecke zur Steigerstraße verkehren die Bahnen im Mischbetrieb mit Straßenfahrzeugen. Das Netz besitzt eine Spurweite von 1000 mm und ist komplett zweigleisig ausgebaut und mit Wendeschleifen ausgestattet. Dennoch ist es sehr vielseitig. Nicht nur, da es Höhenunterschiede von fast 150 Metern aufweist, sondern auch aufgrund der je nach baulicher Epoche sehr unterschiedlichen Bauweise der einzelnen Strecken. Etliche Eindrücke hierfür könnt ihr in den folgenden Teilen 2 bis 3 sammeln. Wir widmen uns hier stattdessen noch den Fahrzeugen. Für das Netz stehen derzeit insgesamt 76 Fahrzeuge zur Verfügung, wobei diese Anzahl mit Auslieferung der neuen Tramlink-Bahn bis Ende des Jahres auf 90 Fahrzeuge steigen soll. Sie verkehren alle mit der hier verwendeten Spannung von 750 Volt. Der Fuhrpark der Erfurter Straßenbahn lässt sich grob in drei Fahrzeugtypen aufteilen, die jedoch ihrerseits wieder etliche Untertypen besitzen. 1994 wurden die ersten Niederflurfahrzeuge nach Erfurt geliefert. Es handelte sich um 4 Fahrzeuge des Typs NGT6D von Düwag. Wobei, obwohl das Erfurter Netz komplett für einen Einrichtungsbetrieb ausgerüstet ist, 2-Richtungstriebwagen beschafft wurden. Die 4 Fahrzeuge mit den Wagennummern 601 bis 604 bieten 72 Sitzplätze. Markant ist vor allem ihr Anfahr- und Bremsgeräusch. Haltestelle: 1996 bis 98 erfolgte nach erfolgreichem Einsatz der 4 NGT6D die Beschaffung von 12 weiteren solchen Fahrzeugen, diesmal jedoch in der Einrichtungsvariante. Damit stieg die Sitzplatzanzahl auf 85. Außerdem veränderte sich der Anfahr- und Bremssound.
Außen unterscheiden sich beide Varianten zudem dadurch, dass bei den Einrichtungsbahnen die Kupplung hinter einer Klappe verschwinden kann, während diese bei den Zweirichtungsbahnen immer offen zu sehen ist. Die 12 Fahrzeuge werden von 605 bis 616 nummeriert. Alle MGT6D-Triebwagen wurden von 2011 bis 2015 modernisiert und im Erscheinungsbild der neueren Combino-Triebwagen angepasst. Seit 2015 bieten sie zudem WLAN. Im Jahr 2000 kamen dann 7 Combino-Wagen der ersten Generation, besser bekannt als Combino Basic von Siemens, dazu, die 67 Sitzplätze bieten und die Nummern 621 bis 627 bekamen. Sie zeichnen sich wie auch die späteren Combino-Serien durch einen 100%igen Niederfuhranteil aus. Die sonst oft durch Fahrgastraumerhöhungen versteckten Drehgestelle wurden hier unter einer Sitzecke versteckt. Auch sie erhielten später noch eine Modernisierung. Von 2002 bis 2005 erfolgte dann die Beschaffung von insgesamt 41 Combinos der dritten Generation, Combino Advanced genannt, wobei 29 5- und 12 Dreiteiler geliefert wurden. Die Innenräume unterscheiden sich mit Ausnahme anderer Sitzmodelle nicht vom Combino Basic. Wohl aber die Front mit einem für Straßenbahn überdurchschnittlich geräumigem Führerstand. Die Fünfteiler bieten jeweils 70 Sitzplätze und besitzen die Nummern 628 bis 656. Die Dreiteiler bringen es auf 42 Sitzplätze und verfügen über die Ordnungsnummern 701 bis 712. Eine letzte Combino-Lieferung erfolgte in den Jahren 2011 bis 2012 in Form von 12 dreiteiligen Combino Classic mit 30 Sitzplätzen und den Wagennummern 713 bis 724. Insgesamt bringt es die Flotte damit auf 60 Combino-Bahnen, wovon 36 5- und 24 dreiteilig sind. Da mit Auslieferung der Combino Classic auch die letzten nicht niederflurigen Tatra-Bahnen ersetzt werden konnten, wurden in den folgenden Jahren keine weiteren Fahrzeuge mehr beschafft. Erst 2018 bestellte die EFAG erneut neue Fahrzeuge und entschied sich dabei für den Schwemmling von Stadler, die eigentlich zum Start der Bundesgartenschau im April 2021 in den Einsatz gehen sollten, deren Auslieferung sich aber unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie verzögerte. So wurde der erste Wagen mit der Wagennummer 801 erst Ende März nach Erfurt geliefert und absolvierte im Folgenden ausführliche Testfahrten im gesamten Netz. Zunächst in spezieller Puga-Beklebung, später im normalen EFAG-Look. Der eigentlich ab Ende Mai geplante Fahrgasteinsatz musste mehrfach verschoben werden, konnte aber am 1. Juli 2021 offiziell aufgenommen werden. Die neuen Fahrzeuge sind mit 42 Metern Länge deutlich länger als die bisherigen Fahrzeuge und sind mit ihren 87 Sitzplätzen vergleichbar mit einer Doppeltraktion aus einem 3- und einem 5-teiligen Combino. Neu im Vergleich zu den Duewag und Combinobahnen ist zudem die Klimaanlage, eine effizientere Energienutzung und zusätzliche Innenraumdisplays, mit deren Hilfe nicht mehr nur der Fahrtverlauf, sondern auch Störmeldungen oder andere Infos angezeigt werden können. Außerdem sind alle Türen innen und außen mit Leuchtstreifen ausgestattet, die mit den Farben Grün und Rot symbolisieren, ob ein Einsteigen noch möglich ist. Einen ausführlichen Bericht über den ersten Einsatztag mit einem ausführlicheren Blick in die Fahrzeuge findet ihr auf dem Kanal Modellbahnwelt TV, Link in der Videobeschreibung.
Bisher ist nur der Wagen 801 unterwegs. Die ebenfalls bereits ausgelieferten Wagen 802 und 803 sollen aber im Laufe des Juli folgen. Bis November sollen dann alle 14 Fahrzeuge ausgeliefert und in Betrieb sein. Zunächst einmal sollen sie ausschließlich auf der Buga-Linie 2 verkehren. Geplant ist, durch die dort frei werdenden Bahnen auf den Linien 3 und 4 mehr Doppeltraktion einsetzen zu können. Dadurch können sich dann auch andere Fahrzeugverschiebungen ergeben. Ebenso ist noch unklar, auf welcher Linie die Tramlinks nach der Bundesgartenschau eingesetzt werden. Aktuell, also vor der serienweise Inbetriebnahme der Tramlinks, sind die Fahrzeuge wie folgt aufgeteilt. Die MGT6D verkehren fast ausschließlich auf den Linien 1, 5 und 6, dort immer in Einfachtraktion. Ab und zu kann man sie aber auch auf den Linien 2 und 3 treffen, wobei sie hier dann je nach Tag und Uhrzeit auch in Doppeltraktion fahren. Der Rest wird mit Kombinos abgedeckt, wobei auf den Linien 1, 5 und 6 in der Regel nur einzelne Fünfteiler, seltener mal zwei Dreiteiler verkehren, während die Linien 3 von Montag bis Freitag und die Linie 2 an allen Wochentagen in der Regel mit einem 5 und einem Dreiteiler verkehren, wobei eben diese auf der Linie 2 ja wie angesprochen durch die neuen Tramlinks ersetzt werden sollen. Die Linie 4 verkehrt aktuell noch im Misch mit einzelnen Fünfteilern sowie vereinzelten Umlauf mit einem 5 und einem Dreiteiler, gegebenenfalls auch mal mit zwei Dreiteilern. Hier soll allerdings mit weiterer Auslieferung der Tramlinks vermehrt auf Doppeltraktion aus 5 und Dreiteilern gesetzt werden. Im Abendverkehr kann man auf den Linien 1, 5 und 6 auch einzelne Dreiteiler antreffen. Alles in allem also sehr viel Misch auf allen Linien, zumal es auch über die hier genannten Regelmäßigkeiten hinaus weitere Änderungen geben kann. Zu diesen 76 Fahrzeugen für den Planbetrieb kommen noch einige weitere Fahrzeuge. So verfügt die EFAG auch noch über alte Tatrabahnen, sowohl eine als Schneeräummaschine als auch einige für Stadtrundfahrten. Gewartet werden die Fahrzeuge im 1988 in Betrieb gegangenen Werk am Urbicher Kreuz in der Südstadt, das zugleich auch das größte Depot des Netzes darstellt. Darüber hinaus gibt es zwei weitere kleine Depots in der Nordhäuser Straße gegenüber des Klinikums und in der Magdeburger Allee neben dem Sitz der Stadtwerke Erfurt. Zum Ende dieses Videos möchten wir noch einen Blick auf die Zukunft des Netzes werfen. Einziges Projekt in näherer Planung ist eine zusätzliche Strecke vom Karl-Marx-Platz über die Puschkin-Straße zur Steigerstraßenstrecke, deren Hauptfunktion es sein soll, die überlastete Bahnhofstraße zwischen Anger und Nordbahnhof zu entlasten und im Störfall umfahren zu können. Im planmäßigen Linienbetrieb soll diese Stand jetzt von einer Verbindung Anger-Kaffee-Trichter befahren werden. Wie diese im Vor- und Nachlauf mit anderen Linien verknüpft wird oder diese gar ersetzen soll, steht Stand jetzt noch nicht fest. Ebenso wenig wie ein konkreter Termin für eine Fertigstellung oder einen Baubeginn dieser Maßnahmen. Über dieses Projekt hinaus gibt es derzeit allerhöchstens Überlegungen. So gab es in den vergangenen Jahren Diskussionen über die Anbindung der neuen ICE City Ost auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs. Im aktuellen Nahverkehrsplan wird diese nun allerdings durch eine neue Buslinie angebunden. Im Flächennutzungsplan befindet sich zudem auch noch eine Verlängerung der Linie 2 bis Schmierer, die ursprünglich Teil des Stadtbahnprogramms war, aktuell allerdings nicht verfolgt wird. Auch wenn wie angesprochen derzeit keine Projekte in näherer Diskussion sind, sei für den längerfristigen Blick hier noch einmal erwähnt, dass gemäß des Nahverkehrsplans 2024 die Stadtteile Stotternheim, Marbach, Bischleben, Stetten, Kersbleben und Fieselbach die höchsten Erschließungspotenziale außerhalb des Stadtbahnbereichs ergeben, wobei bis jetzt die Busanbindung dieser Stadtteile noch ausreicht. Damit wäre ich noch am Ende dieser Dokumentation angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.